Der Nachfolger des erfolgreichen Rollenspiels Final Fantasy XIII wartet mit einer extra großen Portion an Spielspaß auf. Final Fantasy XIII 2 kombiniert eine mitreißende Handlung, ein actiongeladenes Kampfsystem, tiefgehende Individualisierungsmöglichkeiten und die Freiheit, die Spielumgebung ganz nach Belieben zu erkunden. 13 2 entführt den Spieler in eine Geschichte, die 3 Jahre nach den Ereignissen von 13 stattfindet. Lightning, die willensstarke Protagonistin aus 13, ist spurlos verschwunden. Ihre jüngere Schwester Sarah und ihr geheimnisvoller Begleiter Noel machen sich auf die Suche nach Lightning. In diesem Abenteuer reisen die Spieler mittels der Chronosphäre durch die Zeit und zu verschiedenen Welten mit weitreichend frei erkundbaren Karten, sowie Städten voller NPCs, die nützliche Informationen und Seitenquests anbieten. Durch die Chronosphäre kann der Spieler jeden Ort erneut besuchen und Missionen neu durchspielen, um so andere Enden zu erleben. Das aus 13 bekannte und beliebte Kampfsystem wurde in 13.2 sogar noch verbessert. Das Mogronometer, eine Art Detektor, alarmiert den Spieler, sobald Feinde in der Nähe auftauchen. Abhängig davon, in welchem farbigen Bereich der Mogronometer zum Stehen kommt und wie ein Gegner angegriffen wird, kann man von einem Präventivschlag profitieren oder als Strafe nicht in der Lage sein, den Kampf neu zu beginnen. Das Active Time Battle System, auch ATB genannt, lässt den Kampf noch temporeicher und strategischer werden. Im Kampf füllt sich der ATB-Balken mit voranschreitender Zeit immer weiter auf. So kann der Spieler Angriffe aneinanderreihen oder eine besonders mächtige Attacke ausführen. Das Paradigmensystem, das es den Spielern ermöglicht, ihre Spielstrategie im Nu zu ändern, tritt auch wieder in Aktion. Dank der Paradigmen kann die Rollenverteilung der Charaktere im Kampf geändert werden. So gibt es beispielsweise den Schaden austeilenden Brecher, den Verheerer, der die Abnahme des Serienbonusbalkens verlangsamt, den lebensrettenden Heiler und viele mehr. In 13.2 können Spieler jede ihrer Paradigmen genauestens auf die Kampfsituation abstimmen. So können mehrere Gegner gleichzeitig angegriffen oder die Attacken auf individuelle Monster fokussiert werden. Die Hauptkämpfe des Spiels sind durch den neu hinzugefügten Aktionsmodus noch mitreißender geworden. Dieses System testet die Reflexe des Spielers durch Tasteneingabeaufforderungen, wodurch sie einen größeren Einfluss auf den Ausgang bestimmter Schlüsselereignisse haben. Ein brandneues Feature von 13.2 ist das strategische Monsterverbandsystem. Einige besiegte Monster können in die eigene Gruppe aufgenommen und den Paradigmen hinzugefügt werden. Monster nehmen im Kampf verschiedene Rollen ein, erhalten von anderen Monstern neue Fertigkeiten und können ganz nach dem eigenen Geschmack ausgestattet werden. Monster, die dem Spieler im Kampf zur Seite stehen, sind ein wichtiges Spielelement. Jedes Monster verfügt über seine eigene, einzigartige Fertigkeit, eine sogenannte Empathie-Fertigkeit, deren Stärke von der Genauigkeit der Tasteneingabeaufforderung abhängt. So kann das Kampfgeschehen schnell zu seinen Gunsten verändert werden. Im Kristarium stehen Ihnen diesmal noch mehr Optionen und flexiblere Möglichkeiten offen, wie Sie die Kristallpunkte zum Weiterentwickeln der Charaktere einsetzen möchten. Mit jeder vollendeten Mission und erfolgreich überstandenem Kampf können die Spieler Kristallpunkte ansammeln. 13.2 wurde noch in vielen weiteren Bereichen verbessert. Die magischen Fähigkeiten des Mogris zum Beispiel werden so von großer Hilfe sein, während in den Zeitspalten verzwickte Rätsel darauf warten, gelöst zu werden. Im Casino Serendipity kann jeder sein Glück an Chocobo-Rennen und einarmigen Banditen versuchen. Die eindringliche Handlung kombiniert mit rasanten strategischen Kämpfen, tiefgehenden Individualisierungsmöglichkeiten und einem Gameplay, das dem Spieler viele Freiheiten bietet, macht Final Fantasy XIII-2 zu einem Spielerlebnis, das sowohl alte als auch neue Fans der Final Fantasy-Serie in seinen Bann ziehen wird. Du hast die Macht, die Zukunft zu verändern.